So, meine Damen und Herren, der Start steht unmittelbar bevor. Preis der Firma August Brötje GmbH in Rastede. Es sollte in wenigen Augenblicken losgehen. Noch sind die Kassen geöffnet, meine Damen und Herren. So, in Kürze stehen die Teilnehmer in Rennrichtung. So, das war dann der Start zu unserem vorletzten Rennen am heutigen Rennnachmittag, meine Damen und Herren. Picture Post hat hier einen guten Antritt auch für wahr, kam hier gut in das Rennen und das Feld ist hier bereits im ersten Bogen. Allerdings insgesamt ja, relativ dicht zusammen, zumindest die vorderen Pferde mit der Führung bei Picture Post. Die Startnummer 4 und Fabian Weißmeier bestimmen hier das Tempo, bringen das relativ kleine Feld hier vor Publikum und eine klare, deutliche Führung zunächst einmal für Picture Post. Dahinter ist dann Fürwahr in der zweiten Position an der Außenseite. Bingo, Demott und Kidam derzeit auf Rang 4. Aber noch ein weiter Weg bis ins Ziel. Wir haben noch insgesamt 2 ganze komplette Runden zu absolvieren. Mit Picture Post an der Spitze Fürwahr und dem heute sehr erfolgreichen Kevin Chan in der zweiten Position. Die beiden führen hier die Verfolger an, zweite Position also für die 2. Dann haben wir die 1, Bingo Demott in der dritten Position. Das Ganze wollen wir in Zahlen ordnen, die 4 vor der 2 und der 1. Dann haben wir eine größere Lücke bis zu Kidam, der Startnummer 3. Es geht erneut in den Anspannbogen hinein unter der Führung von Picture Post. Dahinter schiebt sich dann Bingo Demott vorbei an Fürwahr in die zweite Position. Dann haben wir 4, 5 Längen Luft bis zu dem nachsetzenden Kidam, das wären dann die ersten 4. Und es geht dann in Kürze auf die Schlussrunde, vorne alles unverändert, Picture Post und Fabian Weißmeier bestimmen hier unverändert die Fahrt, 900 Meter noch bis zum Ziel, an der Außenseite setzt dann Bingo Demott nach, hat hier Rang 2 vorbei an Fürwahr und da kommt auch Kidam noch einmal etwas näher heran, dann eine größere Lücke bis zu der Startnummer 5, Royal Blue. Die Pferde auf der letzten Überseite. Klarer Vorsprung hier unverändert für Picture Post. Startnummer 4 führt hier. Dahinter bemüht sich dann noch einmal an der Innenkante Fürwahr, kommt hier noch einmal wieder, steckt den Kopf in Front, zumindest derzeit für den zweiten Platz gegen Bingo Demott und gute Chancen, hier die Dreierwette zu komplettieren, hat dann auch noch die Startnummer 3 Kidam. Aber klarer Vorsprung hier im Schlussbogen für Picture Post. Dahinter kämpfen 3 Kandidaten um Position 2. Jetzt schaltet sich ganz an der Außenseite Kidam ein, die Startnummer 3. Und so geht es dann in den Einlauf hinein. Picture Post ist vorne. Picture Post an der Spitze wird das Ding nach Hause bringen. Kidam jetzt auf dem zweiten Platz. Picture Post, Kidam dahinter im Endspurt. Die Startnummer 1, Bingo Demott auf dem dritten Platz vorbei. An Fürwahr, dann sehen wir Royal Blue mit Tuari und am Ende, da kommt dann auch noch Kaschkai, die Startnummer 6, über die Ziellinie. Und da hätten wir dann auch schon den vorläufigen Richterspruch für das 9. Rennen. Es gewinnt die 4, Picture Post, 2. die 3, Kidam und 3. die 1, Bingo Demott. 4, 3, 1.
Die Starter, meine Damen und Herren, für unser 10. Rennenpreis von Pferdewetten.de, einfach gut wetten und Erdinger Weißbräu, ein Trabrennen über 2000 Meter. Wir haben hier eine Änderung für die Abschlussprüfung. Nichtstarter, die Programmnummer 10. Nichtstarter im 10. Rennen, die 10. Ja, meine Damen und Herren, Christian Freier von der Recke hatten wir ja heute schon einmal ganz kurz in einem Interview. Ja, er fährt nicht ohne etwas nach Hause. Er stellt hier dann in unserem letzten Galopprennen dann auch den Sieger, der da heißt Picture Post, die Startnummer 4, geritten von Fabian Weißmeier, meine Damen und Herren. Noch einmal Ihren recht herzlichen Applaus fürs siegreiche Team.